Guck dich mal an, wie dunkel das ist. Da hinten ist doch nichts. Ich wäre weitergegangen, aber da hinten ist ja nichts. Ahoi Freunde, heute bin ich mit Sina unterwegs und wir werden heute ein cooles Lost Place erkunden. Es ist eine alte Brauerei in Ostdeutschland. Wo das genau ist, das verrate ich euch nicht. Das ist der Ehrenkodex eines Fotografen. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Hier wird's noch tot. Hör auf, sowas zu erzählen. Hier riecht es nach Bier maximal. Nein. Hä? Geh mal vor. Nee, Quatsch. Ohne Mist, David. Hä? Hier liegen zwei blaue Säcke. Ich möchte nicht wissen, was drin ist. Also ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz meine Kamera ablegen und hier erstmal ein Foto machen. Das sieht sowas von cool aus. Wow. Alleine, wenn man sich jetzt das hier mal anschaut, wie das Licht hier so reinfällt, sieht mega cool aus. Ihr müsst euch mal angucken, was Tina gerade macht. Nicht Holz hacken, nein, sie macht ein Panorama. So, jetzt werden wir eine Etage höher gehen und mal schauen, was uns da erwartet. Unten sah es schon ganz cool aus. Hier wird es auf jeden Fall dunkel. Hier brennt sogar noch Licht. Meinst du nicht? Da drückt jeder drauf und da wissen die, das sind Leute. Oh, David, du bist so ein Schisser. Bin ich nicht. Ich bin einfach nur nicht dumm. Ja, du hast ja recht. War ja auch nur ein Scherz. Ja, drück mal drauf. Warte. Nein, ich drück da nicht drauf. David. Wer drückt drauf? Es ist Sina. Nee, ich drück nicht. Ganz kurz. Wir drücken da mal lieber nicht drauf. Wenn du Glück hast, passiert dir sowas wie Alice im Wunderland. Und dann fällst du tiefer und tiefer und kommst irgendwo in der Fantasiewelt. Für mich ist das hier schon eine Fantasiewelt. Wollen wir mit dem Aufzug fahren? Bist du verrückt? Okay, Klingel. Welche Etage möchtest du? Ganz weit nach oben. Die oberste. Okay, die da. Ich kann auch die Klingel drücken. Oh. Nein! Ach. Oh, nee, da würde ich wahrscheinlich nicht durchgehen. Das ist alles aus Holz. Oh, wenn wir schnell sind, Sina. David? Nein. Soll ich dich nach vorne stoßen? Nein, lieber nicht. Okay, wer als erstes drüben ist, okay? 1, 2, 3. Ja, ich bin gerade beim Italiener, Mama, ja. Hey, irgendwer hat gerade angerufen, euch. Ja, weiß. Lass uns weitergehen. Okay, lass uns weitergehen. Wir gehen da jetzt nicht lang. Ich habe gebetet, dass du das sagst. Denn wir gehen hier lang. Oh, und Spaß. So, wir machen jetzt eine kleine Challenge, wer als erstes am Ende angekommen ist. Guckt euch mal an, wie dunkel das ist. Mega dunkel. Sina. Ja. Warum machen wir das? Da hinten ist doch gar nichts. Ich weiß es gerade selber nicht. Okay, zwei Schritte gehe ich. Sina, da hinten ist doch nichts. Ich wäre weitergegangen, aber da hinten ist ja nichts. Ich gehe immer zwei Schritte mehr als du. Was? Ehrlich? Sina, nein, da hinten ist doch nichts. Wir brauchen nicht weitergehen. Okay, sehr gut, ist sehr gut. Warte. David, wenn jetzt mein Handy ausgeht. Oh, ich krieg die Krise. An dieser Stelle. Kann ich euch das neue LG empfehlen? Nice. Ich finde das krass, wie tief das ist. Mhm. Oh, ey. Extrem. Mir schlottern die Beine.
von, das geht über mehrere Etagen. Das ist jetzt, was wir jetzt sehen, ist ja gerade mal zwei, oder? Nee, eins. Wir sehen jetzt gerade mal zwei oder drei Etagen. Und es geht da oben weiter. Heftig. Ich frage mich gerade, wie weit das noch nach oben geht. Graffiti. Wow. Tolle Aussicht. Ist echt cool. Okay, ich würde sagen, Mann. Boah, jetzt war ich erschrocken. Wegen dem Loch. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ein Selfie. Hier an dieser Stelle. Und das Bild findet ihr dann bei Instagram. Geht noch weiter hoch, das ist der Wahnsinn. Also wir haben jetzt hier noch eine Tür und dann oben wahrscheinlich noch eine. Kriegst du es auf? Ich beobachte. Halleluja. Geile Aussicht, Mann. Ja, wer hätte nicht solche netten Nachbarn hier mit so einem wunderschönen Haus. Die Frosch ist toll. Geil. Ey, das ist doch, das ist der Frosch aus Futurama. Die Hypnosekröte. Es tut mir leid, dass ich diese Hypnosekröte einen Frosch genannt habe. Im Bann der Hypnosekröte. Okay, auf zur letzten Etage. Vermutlich letzte Etage. Vermutlich. Das ist definitiv die letzte Etage. Okay. Okay, bis jetzt wurden die Graffitis immer besser. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier oben auch eins ist. Oh, das sieht geil aus. Warte, lass mich. Wow. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach was die. Ich hier sehe, was ich hier sehe. Mach die Tür auf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah. Okay, alles klar, ich mach's auf. Come on. Was denn? Wow, guckt euch das mal an. Das ist eine richtig schöne Kulisse, muss ich echt mal zugeben. Und wer hätte es gedacht, es geht tatsächlich noch ein Stückchen weiter nach oben. Und ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Mein Akku ist eh fast alle. Ah, ja, Mann, Spinnnetz. Wow. Guckt euch das Gelände an. Und da drüben wächst ein Baum. Wie geil ist das denn? What the fuck? Sina? Hallo. Guten Tag. Hier geht's ja noch weiter nach oben. Hallo. Ja, da geht's ja noch ein Stück nach oben. Was? Waren da noch Graffitis? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sind Sie auch zum ersten Mal hier, oder? Ja. Ist schon ein cooles Gelände hier. Ja. Ich habe vorhin auch schon gehört. Das warst du bestimmt erschrocken, Sina, oder? Ich habe gefilmt und dann habe ich in der Kamera gesehen, irgendwer läuft da. Sina, das ist der Wahnsinn. Jetzt hier hoch geht die Aussicht. Okay. Das ist der absolute Wahnsinn. Nein, hier hoch. Ach, hier. Okay. Ich hoffe mal, dass mein Akku jetzt noch mitmacht. Meiner ist noch voll. Du Scheiße. Hier sollte man definitiv aufpassen. Mega geile Aussicht. Ja, vermutlich echt die allerletzte Etage. Das muss man jetzt einfach mal auf sich wirken lassen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe gesagt, wenn ich dann drücke und dann bin ich dran schuld. Ist auch nicht weiter passiert, oder? Nee, muss nicht unterbauen. Ach so. Ah. Ja. Wer hätte gedacht? Hey, vielleicht hätten wir es gebrauchen können vorhin. Stimmt eigentlich, ja. Das ist eine geile Aussicht. Ja. Okay. Ich würde sagen, dieses Lost Place haben wir geschafft. Haben wir noch ein kurzes Statement für unsere Zuschauer? Also wir haben jetzt schon mal vier Leute hier getroffen, was ich mega cool fand. Ja, vier Leute.
Ich war auch leicht erschrocken, also wo dann die zwei älteren Leute da oben da ankamen. Ich dachte, wenn sie uns jetzt runterschmeißen, ich meine, wir haben nichts dabei gehabt, wo wir uns irgendwie wehren können. Und ich finde eigentlich, dass das sehr wichtig ist, dass man eigentlich sowas mal mitnimmt. Und ich zeige euch nochmal die Location. Ganz da oben waren wir gewesen und ich hätte von Anfang an nicht gedacht, dass wir so weit hochkommen. Ich fand den Moment ziemlich krass, wo wir in die dunkle Gasse reingelaufen sind und auf einmal ging die Taschenlampe aus. Oh, das ist heftig. Wenn die Taschenlampe ausgeht, das ist echt heftig. Es war meine Taschenlampe. Das war dein Handy. Und das Handy, naja. Erwähnen wir mal lieber nicht. Ja. Und der geilste Moment war die schöne Aussicht. Es waren 5 Etagen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt. Ja. Und da oben haben wir noch ein paar Fotos gemacht. Wir haben ein paar Selfies gemacht und gechillt. Mit Seifenblasen. Okay, wir sagen jetzt Tschüss und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Whisky. David denkt immer nur an Alkohol. Das ist so schlimm. Whisky.